So, einen wunderschönen guten Nachmittag. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Wir haben jetzt die kleinen technischen Barrieren überwunden und ich hoffe, dass Sie mich jetzt alle gut hören können. Das Thema des heutigen Nachmittages sind schwere allergische Reaktionen und die wichtigsten Botschaften möchte ich in der ersten Abbildung zusammenfassen. Grundsätzlich, obwohl ja Allergien sehr häufig sind und 20 bis 30% der Bevölkerung betreffen, sind schwere allergische Reaktionen glücklicherweise selten. Nichtsdestotrotz ist es genauso wie auch für die allergischen Erkrankungen so, dass die Lebensqualität durch diese Erkrankung maßgeblich vermindert ist und das ist das Besondere dabei. Sie können tödlich verlaufen oder andere schwerwiegende Folgen, beispielsweise infolge von Ischämien im Bereich des Gehirns, schwerwiegende Folgen haben. Die In-vitro-Diagnostik hat im Rahmen der Diagnostik schwerer allergischer Reaktionen einen besonderen Stellenwert, weil bei diesen Patienten nicht primär die Hautpricktestung in der Regel durchgeführt wird, sondern primär die IgE-Diagnostik, um auf das Auftreten schwerer Reaktionen, beispielsweise im Rahmen einer Hauttestung, zu verhindern. Darüber hinaus ist es möglich, mithilfe spezifischer IgE-Bestimmungen oder auch Profile eine Diagnose entweder zu sichern oder zu unterstützen. Darüber hinaus ist es heutzutage auch möglich, mit ausgewählten Markern eine gewisse Risikoabschätzung, das heißt eine Abschätzung, ob eben ein Wiederholungsrisiko im Sinne einer schweren Reaktion besteht oder nicht, durchzuführen. Wenn wir uns noch einmal vergegenwärtigen, was ist eine schwere allergische Reaktion, dann können wir sagen, die Anaphylaxie ist also die schwerste Form einer solchen schweren allergischen Reaktion. Und hier unten in dem Bild sind noch einmal die wichtigsten Kriterien für eine Anaphylaxie dargestellt. Einerseits haben wir das Charakteristikum des plötzlichen Auftretens und wir reden hier von einem Zeitfenster von wenigen Minuten bis zu 2 Stunden. In seltenen Fällen können auch Spätreaktionen bis nach 6 oder auch 24 Stunden auftreten, aber wie gesagt, also 80 bis 90% solcher Reaktionen treten innerhalb von 2 Stunden auf. Das zweite Kriterium ist das Vorhandensein der Organsysteme, die beteiligt sind. Hier ist zu fordern, dass 2 Organsysteme involviert sein müssen beim unbekannten Auslöser. Wir wissen aus früheren Untersuchungen, dass insbesondere die Haut sehr häufig betroffen ist. Bei 80 bis 90% der Patienten mit schweren allergischen Reaktionen findet man also an der Haut Erytheme, Juckreiz, aber auch beispielsweise generalisierte Quaddelbildung oder auch das Auftreten von Schwellungen im Gesichtsbereich. Dies können Lippenschwellungen sein, Quinkelödem oder Angioödem, auch im Bereich der Augen sind solche Schwellungen möglich. Weitere Organsysteme, die betroffen sein können, hier dargestellt für den Respirationstrakt, bei diesem jungen Mann eine pfeifende Atmung, ein typisches Symptom eines asthmatischen Themenkomplex. Weitere Symptome könnten hier sein, zum Beispiel Giemen, oder auch das verlängerte Ausatmen oder auch Stridor. Dann der Gastrointestinaltrakt. Hier ist das typische Symptom Übelkeit und auch Erbrechen. Erbrechen
macht gerade bei nahrungsmittelabhängigen Reaktionen auch einen gewissen Sinn, weil letztendlich hier dadurch auch der Auslöser, das Allergen, rasch wieder aus dem Körper herausgebracht wird. Ganz entscheidend für schwere allergische Reaktionen sind dann die Beteiligung des Herz-Kreislauf-Systems. Die Maximalvariante ist der allergische Schock. Und hier kann es eben zu einer Bewusstlosigkeit kommen durch den Schock. Entsprechend kann man sich gut vorstellen, dass insbesondere, also wenn das Herz-Kreislauf-System und oder der Respirationstrakt im Rahmen einer schweren allergischen Reaktion beteiligt sind, dass dies auch tödlich verlaufen kann. Wenn ich jetzt Frau Kloß weitermachen möchte, ja. Machen Sie das dann jetzt? Oder? Ja. Sie müssen mir einfach kurz sagen, ich bin jetzt auf der Folie 4. Okay, jetzt weiß ich nicht, was Folie 4 ist. Was sieht man da? Und kann tödlich verlaufen, das sind Balken Österreich, Schweiz, Deutschland. Okay, gut. Vielleicht nochmal kurz bevor wir dazu kommen, zu den Balken, dann würde ich vielleicht noch etwas sagen zu dem tödlich verlaufen, genau. Da haben wir also folgende Situation. Wir haben hier Todesfälle einmal aufgeführt über schwere allergische Reaktionen. Es sind zwei Zeitfenster miteinander verglichen. Einmal 2006 bis 2008 und das andere Mal 2009 bis 2011. Man sieht die meisten Todesfälle in Deutschland. Hierbei muss man natürlich berücksichtigen, dass Deutschland im Vergleich zu der Schweiz und Österreich ungefähr 8-mal so viele Einwohner hat. Entsprechend natürlich dann pro Einwohner vergleichbare Zahlen. Man sieht aber für alle drei Länder im zweiten Zeitraum eine höhere Zahl. Und man kann also vermuten, dass möglicherweise die Anaphylaxie mit Todesfolge in den letzten Jahren zugenommen hat. Man muss dies aber sicherlich durch weitere Daten in der Zukunft dann entsprechend noch einmal bestätigen. Wir haben aufgrund dessen ja vor einigen Jahren das Anaphylaxie-Register gegründet und im Anaphylaxie-Register sind Allergiezentren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt und es werden dort standardisiert Daten von Patienten eingegeben. Diese Daten beinhalten demografische Daten, aber eben auch speziell dann zur Anaphylaxie Symptome, Auslöser, Kofaktoren, Daten zu Grunderkrankungen und auch zu den eingeleiteten diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen. Wir haben jetzt im Vergleich zu diesen Daten, die hier abgebildet sind, über Todesfälle, die aus Daten vom Statistischen Bundesamt generiert wurden, auch Todesfälle im Anaphylaxie-Register. Dies ist natürlich nur ein Bruchteil, weil Patienten, die verstorben sind, dann ja nicht mehr direkt im Allergiezentrum betreut werden. Es sind also indirekte Informationen. Wir haben aber von diesen Patienten im Register drei Jugendliche, bei denen jeweils Nahrungsmittel die Ursache für die schwere Anaphylaxie waren und vier Erwachsene, wobei bei einem Patienten ein Medikament der Auslöser war und bei den drei anderen es dann die Insektengifte waren. Wir können dann mal weitermachen und wenn Sie mir kurz sagen, Frau Kloß. Die Inzidenzrate der Anaphylaxie. Da haben wir jetzt die Inzidenzrate und das ist jetzt nicht okay. Ich hier nochmal weitergehen, genau. Da haben wir
abgebildet einerseits die Jahreszahlen, dann nochmal die Inzidenzraten mit den Konfidenzintervallen. Die Daten kommen aus England. Man kann sehen, dass die Inzidenzrate von 6,7 2001 einen kontinuierlichen Trend zeigt, der nach oben geht. Das sind jetzt, sage ich mal, moderate Veränderungen, aber auch aus diesen Daten geht die Vermutung dann hervor, dass wir hier also eine Zunahme der Inzidenzrate nicht nur in den deutschsprachigen Ländern, sondern wahrscheinlich auch in anderen europäischen Ländern haben. Das nächste. Das Anaphylaxie-Register zeigt nochmal in der Abbildung die, wie von mir bereits erwähnt, die Daten, die dabei berücksichtigt werden. Und man sieht in der Karte von Deutschland, Österreich und der Schweiz verteilt hier die unterschiedlichen Zentren. Und wir können also sagen, wir haben mittlerweile über 80 Zentren, die ihre Daten regelmäßig eingeben, sodass man davon ausgehen kann, dass man doch für diese für diesen Raum Deutschland, Österreich, Schweiz eine ganz gute Repräsentativität hat. Allerdings werden nur Daten eingegeben von Patienten, die auch in Anaphylaxiezentren oder Allergiezentren gehen. Das heißt, dass Patienten, die von Notärzten beispielsweise gesehen werden, aber nicht in einem Allergiezentrum landen, dass wir solche Patienten hier im Register dann nicht erfassen. Das nächste. Die Organmanifestation schwerer allergischer Reaktionen. Genau, das war nochmal zur Wiederholung hier nochmal ein bisschen anders dargestellt. Die Haut und Schleimhaut, dann die respiratorischen Symptome, die auftreten bei, wenn die Lunge betroffen ist, dann gastrointestinal und kardiovaskulär. Jetzt sind hier diese Smileys, die sollen zeigen, dass wir im Anaphylaxie-Register ausschließlich Patienten aufnehmen mit potenziell lebensbedrohlichen Symptomen. Das heißt also, die entsprechend dann diese Organsysteme auch hier im Rahmen der Reaktion entsprechend, wo die betroffen waren. Das nächste. Die Organbeteiligung bei den Patienten im Anaphylaxie-Register. Genau, dies zeigt jetzt eine Auswertung der Daten. Also wir haben ja gerade die Organsysteme gesehen, Haut, Gastrointestinaltrakt, Respirationssystem und kardiovaskuläres System. Und wenn wir also die gemeldeten Patienten hier analysieren, erwartungsgemäß hoher Anteil für die respiratorischen und kardiovaskulären, aber man sieht eben, dass die Haut sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern das am häufigsten betroffene Organsystem ist. Jetzt ganz interessant, wenn man respiratorische Symptomkomplex sich anguckt, dann sieht man, dass hier die respiratorischen Symptome bei Kindern häufiger auftreten und dann bei den Erwachsenen ist dieses Verhältnis genau umgedreht. Das heißt also, bei Erwachsenen sehen wir am häufigsten das kardiovaskuläre System und weniger häufig eben das respiratorische System. Das gibt auch schon ein bisschen einen Hinweis. Wir wissen, dass bestimmte Co-Erkrankungen assoziiert sind, häufiger assoziiert sein können mit der Anaphylaxie. Das ist bei Kindern vor allen Dingen das Asthma, deshalb eben dann auch hier dieser Schwerpunkt. Und bei Erwachsenen sind es tatsächlich auch die kardiovaskulären Erkrankungen. Das heißt also, ein Patient, der eine schwere allergische Reaktion hat, entwickelt bevorzugt auch Symptome in einem Organsystem, was möglicherweise schon eine gewisse Vorschädigung hat. Das nächste. Schweregradverteilung der gemeldeten Fälle im Anaphylaxie-Register nach Ring und Mesmer. Genau, wir unterscheiden ja die Schweregrade der Anaphylaxie nach der Definition von
Ring und Mesmer, eben je nach Beteiligung der Organsysteme, ist ganz leicht zu merken, Grad 4 ist der Herz-Kreislauf-Stillstand, Grad 1 ist die Hautbeteiligung und Grad 2 und 3 haben eben neben der Haut noch respiratorische und oder kardiovaskuläre Symptome. Wir melden im Register erst ab Grad 2, deshalb haben wir nur ganz wenige Fälle im Grad 1. Man sieht aber auch, dass wir eben diese allerschwersten Fälle, also Grad 4 mit Herz-Kreislauf-Stillstand, doch nur ein ganz geringer Anteil dieser Reaktionen ausmacht. Aber man kann auch sagen, auch Grad 3 ist ja potenziell schon lebensgefährlich, sodass eben wir, das ist ja das Ziel im Register, schwere allergische Reaktionen zu erfassen, dass wir diese Patienten auch entsprechend hier dann berücksichtigt haben. Man sieht auch, wenn man jetzt die Balken, Gesamtpopulation und dann nochmal differenziert, Kinder, Jugendliche, dann sieht man in Bezug auf die Schweregradverteilung in den drei Gruppen keine wesentlichen Unterschiede. Dann gehen wir mal zum nächsten. Letale Reaktionen. Genau, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Die im Register gemeldeten, also hier die vier Erwachsenen im oberen Teil, wie gesagt, überwiegend die Insektengifte und Arzneimittel und im unteren Teil die Kinder. Wir wissen, dass gerade Nahrungsmittel bei Kindern ja ein häufiger Auslöser schwerer allergischer Reaktionen sind. Das nächste. Relativer Anteil der häufigsten Auslöser in Bezug auf das Alter der gemeldeten Fälle im Anaphylaxie-Register. Genau, da haben wir also nochmal die Auswertung in Bezug auf die unterschiedlichen Auslösungen. Wir sehen Auslöser und deshalb, das hat den Bezug eben auch zu den tödlichen Reaktionen. Man sieht eben Insektengifte stehen ganz weit oben bei den Erwachsenen, bei den Kindern die Nahrungsmittel, erwartungsgemäß die Medikamente, auch bei den Erwachsenen ein häufiger Auslöser schwerer allergischer Reaktionen. Wir gehen gleich mal zum nächsten. Nahrungsmittel häufigster Auslöser der Anaphylaxie, wenn Notärzte melden. Und hier ist jetzt nochmal der Aspekt, den ich bereits erwähnt hatte. Wenn wir also nicht Daten von Allergiezentren nehmen, sondern von Notarztpatienten, dann sehen wir eben, dass Nahrungsmittel eben nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen sehr häufig ein Auslöser schwerer allergischer Reaktionen sehen. Sie sehen hier in der dritten Säule Gift, das sind die Insektengifte, sind also hier auch häufig, aber stehen eben nicht an erster Stelle. Aus diesen Daten haben wir gelernt, dass wir Patienten, erwachsene Patienten eben in unseren Allergiezentren oftmals gar nicht sehen, zumindest wenn Nahrungsmittel Auslöser sind und wir vermuten, eine Ursache könnte darin liegen, dass wir bislang ja nur wenig oder keine therapeutischen Möglichkeiten haben, um eine entsprechende, um die Patienten therapeutisch eben auch entsprechend hier einzustellen. Bei den Insektengiften haben wir das schon, da können wir die Immuntherapie anbieten und deshalb sehen wir in den Allergiezentren dann auch entsprechend diese Patientengruppe sehr häufig. Das nächste. Die 10 häufigsten Nahrungsmittelallergene als Auslöser. Genau, in den verschiedenen Altersgruppen und hier kann man verschiedene Dinge sehen. Das erste ist, dass die Erdnuss sehr häufiges Allergen ist als Auslöser schwerer allergischer Reaktionen. Und wenn man nochmal differenziert Kinder und Erwachsene betrachtet, dann sehen wir also hier, dass in beiden Gruppen Erdnüsse, Haselnüsse häufig vorkommen. Aber wenn wir die Erwachsenen, die hellen Balken anschauen, dann sehen wir, dass hier der häufigste Auslöser der Weizen ist. Weitere häufige Auslöser im Erwachsenenalter einer nahrungsmittelabhängigen Anaphylaxie sind Soja und Sellerie und auch Krusten- und Schalentiere. Warum ist das jetzt wichtig, diese Auslöserprofile zu wissen? Und es ist
deshalb wichtig, weil wenn ein Patient in die Praxis kommt und sagt, ich habe eben abends verschiedene Dinge gegessen und dann plötzlich war mir schwindelig und ich war bewusstlos und musste vom Notarzt versorgt werden, dann haben wir ja eine Reihe von Nahrungsmitteln, die in Betracht kommen, und ist dann schon gut zu wissen, was die häufigsten Auslöser sind. Die sollte man dann auf alle Fälle auch in der Diagnostik beispielsweise berücksichtigen. Vielleicht auch noch wichtig bei Kindern, weitere wichtige Nahrungsmittelallergene, Kuhmilch und Hühnerei. Wir wissen, Kuhmilch und Hühnerei spielen gerade bei kleinen Kindern eine häufigere Rolle, während eben die Nüsse und auch die Erdnuss so bei den Kindern im Schulalter dann an Häufigkeit zunehmen. Dann machen wir weiter. Medikamente als Auslöser bei Erwachsenen. Das ist auch nochmal wichtig. Man sieht im unteren Teil der Abbildung, Antibiotika und Analgetika sind also hier absolut führend. Auch hier muss man natürlich wieder berücksichtigen, dass diese Medikamente besonders häufig verordnet oder eingenommen werden. Vielleicht aber auch nochmal nicht so seltene Auslöser, Lokalanästhetika, dann die Röntgenkontrastmittel und PPH, das sind die Protoneninhibitoren, das sind ja auch Medikamente, die nicht mehr zwingend verordnungspflichtig sind, also von Patienten selbst gekauft werden können, dass man hier immer daran denken sollte, auch die Patienten entsprechend zu befragen. Dann sieht man die Muskelrelaxantien, Narkotika, das fällt also in den Bereich der sogenannten perioperativen Anaphylaxie. Das ist auch ein Bereich, der uns in der Diagnostik oftmals ja vor größere Herausforderungen stellt. Weiter. Medikamente als Auslöser bei Kindern und Jugendlichen. Da kann man nochmal sehen, im Vergleich zu den Erwachsenen ist das Profil identisch. Also wir würden bei den Auslösern unter den Medikamenten grundsätzlich auch hier Analgetika und Antibiotika als Auslöser in Betracht ziehen. Hier ist vielleicht nochmal wichtig zu differenzieren, dass manche Medikamente natürlich auch eingenommen werden im Rahmen eines Infektes und zum Beispiel ist auch infektassoziiert zu Symptomen kommen kann, die im Sinne einer infektassoziierten Urtikaria beispielsweise. Es wäre auch eine wichtige Differentialdiagnose. Das nächste. Diagnostik der Anaphylaxie. Ja, hier sieht man die wichtigsten Elemente im Rahmen der Diagnostik. Natürlich ganz klar am Anfang die Anamnese. Hierbei spielt eine zentrale Rolle, gegenüber welchen Medikamenten, Nahrungsmitteln oder anderen Dingen war der Patient exponiert. Dabei ist vor allem auch der Zeitverlauf zu berücksichtigen. Das heißt also, liegt die Exposition länger als 24 Stunden zurück, dann muss man sagen, ist der Auslöser eher unwahrscheinlich. Wir haben ja gesagt, zwischen Allergenkontakt und Auftreten der Symptome sollten also in der Regel so ungefähr 2 Stunden liegen. Das ist also hier unter dem Begriff Zeitverlauf gemeint. Also wann ist die Reaktion aufgetreten und vor allen Dingen kam es vielleicht auch sogar zu wiederholten Reaktionen und war das Expositionsprofil im Rahmen wiederholter Expositionen möglicherweise vergleichbar. Zweite wichtige Säule ist, gehört zur Anamnese nach Kofaktoren zu fragen. Wir wissen, dass bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel allergisches Asthma bronchiale oder auch eine Mastozytose, eine Bedeutung haben kann für die Entstehung schwerer allergischer Reaktionen. Wir wissen das auch für Medikamente. Hierzu gehören die nicht-steroidalen Antiphlogistika, die ja auch selbst solche Reaktionen auslösen können. Hierzu gehören aber auch Herz-Kreislauf-Medikamente wie beispielsweise ACE-Hämmer und Beta-Blocker. Bei diesen
Kofaktoren ist auch immer zum Beispiel nicht steroidale Antiphlogistika. Da muss man Patienten nochmal ganz genau nachfragen, ob nicht doch hier etwas Entsprechendes eingenommen wurde. Dann ganz wichtige diagnostische Säule, die Labor- oder Hauttestbefunde. Ich hatte gerade am Anfang ja schon gesagt, die In-vitro-Diagnostik spielt hier eine wichtige Rolle, weil gerade Patienten, die schwere Reaktionen hatten, führen wir das hier gerne primär durch. Und die Bestimmung des spezifischen IgEs sollte sich orientieren an der Exposition, sollte auch beinhalten, nach häufigen Inhalationsallergenen zu schauen. Also Beispielpanel wäre zum Beispiel Birke-Beifuß, weil hier Pollen assoziiert, Reaktionen im Falle von Nahrungsmitteln möglich sind, oder bei Insektengift-Anamnese entsprechend die spezifischen IgE-Bestimmungen für Biene und Wespe. Ich hatte gesagt, bei den Erkrankungen spielt die Mastozytose, eine Hauterkrankung, wo Mastzellen aufgrund eines genetischen Defektes vermehrt sind. Um diese Erkrankung, die nicht immer bekannt ist, auszuschließen, kann man noch hier als Laborbefund die Tryptase zusätzlich bestimmen. Dann ist immer eine Frage, soll man Gesamt-IgE bestimmen, ja oder nein? Der Wert des Gesamt-IgEs an sich bietet keinen spezifischen Hinweis, aber er hilft nachher bei der Interpretation der spezifischen IgE-Werte, beziehungsweise wenn jemand ein sehr niedriges Gesamt-IgE hat, kleiner 2 beispielsweise, dann sehen wir auch häufiger beim spezifischen IgE keine Befunde, weil hier kommen wir im Prinzip in den unteren Sensitivitätsbereich. Wenn man dann alle Befunde zusammen hat und Anamnese und Laborbefunde nicht eindeutig die Diagnose sichern lassen, dann sollte man oder kann man eine Provokation durchführen. Wir machen das bei Erwachsenen sehr häufig, weil wir in der Regel eben eine unklare Anamnese haben und auch oftmals Kofaktoren vorliegen, von denen wir nicht genau wissen, welche Rolle sie spielen, sodass wir hier dann doch die Provokation häufig durchführen, um einfach auch den Patienten besser beraten zu können. Die Provokation ermöglicht ja nicht nur die Menge des auslösenden Allergens zu bestimmen, sondern auch zu bestimmen, ob Kofaktoren eine Rolle spielen und wie stark die Reaktionsschwelle grundsätzlich ist. Ganz wichtig und nicht zu vergessen, jeder Patient, der eine schwere allergische Reaktion hatte, muss ein Notfallset verordnet bekommen. Dazu gehört ein Antihistaminikum, Steroide und das zentral wirksame Medikament bei schweren allergischen Reaktionen ist das Adrenalin. Dies sollte als Autoinjektor verordnet werden. Hierbei ist es wichtig, den Patienten über die Verwendung dieses Notfallsets ausreichend aufzuklären. Und wenn Kinder beispielsweise betroffen sind, natürlich auch die Eltern entsprechend zu schulen. Es gibt im Moment sehr intensive Bemühungen, ein standardisiertes Schulungskonzept deutschlandweit umzusetzen. Wir haben das im Rahmen von AGATE, Arbeitsgemeinschaft, Edukation, Anaphylaxie und Training, ein Programm entwickelt unter der Federführung von Professor Ring und Professor Broko aus München, haben mehrere Kliniken in Deutschland dieses Programm evaluiert mit positiven Ergebnissen und wird derzeit also in einigen Zentren in Deutschland angeboten. Und jeder Patient, der eine schwere allergische Reaktion hatte, insbesondere auf Nahrungsmittel, sollte versuchen, an so einer Schulung teilzunehmen. Die Kosten für die Schulung werden
derzeit im Rahmen von Einzelfallentscheidungen auch von den Krankenversicherungsträgern übernommen. Wir machen weiter. Value of specific IgE profiling in Anaphylaxis. Ja, dieses Bild soll noch einmal zusammenfassen die Wertigkeit der IgE-Diagnostik bei Anaphylaxie-Patienten und erstmal allgemein ganz links im Bild kann man sehen, wenn man zum Beispiel für 60 Patienten mit Anaphylaxie IgE-Bestimmung macht, dann hat man also bei 80% einen positiven Befund. Wir haben jetzt hier genauer geschaut bei Patienten, wo der Verdacht auf eine Weizenunverträglichkeit bestand. Und da sieht man dann hier, waren in dieser Gruppe 14 Patienten. Und dann am Ende, das zeigt der dritte Abbildungsteil auf der rechten Seite, dass von diesen Patienten der überwiegende Anteil, 10 von 14, waren Omega-5-Gliadin. Das ist ja ein Marker, den man verwenden kann für die weizenabhängige Anaphylaxie. Und das Besondere bei dieser Anaphylaxie dass sie oftmals nur ausgelöst wird in Kombination mit körperlicher Anstrengung. Omega-5-Gliadin ist also ein wichtiger Marker für die Anaphylaxie bei Erwachsenen, weil wir hatten ja vorhin gesagt, die weizenabhängige Anaphylaxie kommt bei Erwachsenen besonders häufig vor. Wir machen weiter. Die Tabelle, Positive Specific IgE in Patients with Unknown Elicitor. Genau, auch diese Situation gibt es, dass Patienten einfach nicht sagen können oder wissen, was der Auslöser war. Wir haben hier von Patienten, die ja in Allergiezentren gesehen wurden, da wurden also spezifische IgE-Testungen gemacht, Hauttestungen und bei 19 Patienten wurde dann eingestuft, der Auslöser ist unbekannt. Wir haben bei diesen 19 Patienten mit dem Chip mal versucht, weitreichende IgE-Analysen durchzuführen. Und man sieht eben, dass bei diesen Patienten in der Tat mithilfe des Chips es möglich war, IgE-Sensibilisierung einmal gegen PR10-Proteine, dann gegen tierische Proteine und Krustentiere und auch wieder Weizen hier zu identifizieren. Deshalb ist es ein interessanter Ansatz bei Patienten, wo eine schwere allergische Reaktion aufgetreten ist, mit den herkömmlichen Verfahren kein Auslöser identifiziert wurde, möglicherweise doch hier eine Applikation des Chips besteht, wo also zahlreiche spezifische IgE-Bestimmungen durchgeführt werden. Weiter. Die Fallvorstellung der 34-jährigen Versicherungskauffrau. Jawohl, das ist eine Patientin, die hatte 30 Minuten nach Genuss einer Pizza allergische Symptome, Kribbeln im Gesicht, Hitze, Atemnot und hat im Zusammenhang jetzt mit dem Pizzagenuss keine Symptome, keine zusätzlichen Faktoren, kein Sport, hatte allerdings psychischen Stress. Auch das ist ein möglicher Kofaktor für eine Anaphylaxie. Eigenanamnestisch hat sie eine allergische Rhinitis. Weiter in den Sommermonaten. Die Diagnostik. Genau, da sieht man zahlreiche Sensibilisierungen, gesamt IgE 390 und dann eben spezifische IgE gegen hier unterschiedliche Nahrungsmittel. Ist also ein typischer Fall, Nahrungsmittel gegessen, was viele potenzielle Allergene enthält, auch in der Diagnostik mehrere positive Befunde. Das wäre also eine typische Konstellation, wo eine Provokation indiziert wäre. Weiter. Warum sind Provokationen sinnvoll? Genau aus dem Grunde, wie jetzt in dieser Fallvorstellung, um
den Auslöser zu identifizieren, um vielleicht die Rolle von Kofaktoren zu determinieren und auch das Risiko abzuschätzen. Wir machen weiter. Orale Provokationstestung. Da sieht man jetzt hier von unserem Fallbeispiel die Ergebnisse. Wir haben also keine Reaktion, auch wie man hier sieht, auf die ursprünglich verzehrte Pizza, auch in Kombination mit der körperlichen Anstrengung. Die Patientin hatte hier keine weiteren Provokationen zu dem Zeitpunkt mehr durchgeführt, weiter, sodass sie dann, was haben Sie? Die Entlassung mit Empfehlung. Genau, da haben wir dann die entsprechenden Entlassungen. Sie hat natürlich ein Notfallset bekommen, ist aber nicht mehr vorstellig geworden. Und weiter. Ergebnisse von 100 Patienten mit NMA. Dieses Bild zeigt auch im, wie es auch in dem Fall hier dargestellt war, dass wir nämlich oft in den Provokationen gar nicht erfolgreich sind. Hier waren 100 Patienten und wir konnten eben nur bei 44 von den 100 tatsächlich auch den Auslöser im Rahmen der Provokation identifizieren. Man sieht, bei 28 war es durch ein Allergen alleine und bei 15 dann in Kombination mit dem Kofaktor konnte eine Provokation dann positiv hier entsprechend provoziert werden. Weiter. Symptome bei Patienten mit vermuteter Nahrungsmittelanaphylaxie, Anamnese versus Provokation. Hier kann man nochmal sehen, weil man sich ja mal die Frage stellen kann, naja, eine Provokation bei einer bei Patienten mit schweren allergischen Reaktionen, ist das nicht zu gefährlich? Und hier kann man nochmal sehr schön sehen, die Profile, die eben anamnestisch aufgetreten sind und dann die Profile im Rahmen der Provokation. Man sieht, dass die Haut eben hier sehr häufig entsprechend involviert war, während eben die schwereren Symptome in der Regel nicht so häufig aufgetreten sind. Weiter. 5 Jahre später. Ja, dieser Fall ist dann leider sehr dramatisch im weiteren verlaufen. Die Patientin hat erneut Pizza gegessen und hatte dann eine schwerste allergische Reaktion. Der Notarzt wurde gerufen. Sie wurde intubiert. Während der Intubation kam es zu einer Aspiration. Sie hatte dann eine Aspirationspneumonie und insgesamt trotz der notärztlichen Versorgung kam es zu einer vorübergehenden Anoxie mit einer schweren Hirnschädigung und eine Patientin hat überlebt, allerdings in einem schwer geschädigten Zustand. Weiter. Diagnostik 2009. Ja, hier zeigt jetzt nochmal anhand des Beispiels auch die Bedeutung der Tryptase, die ja im Rahmen der Reaktion, Sie sehen hier, die hat einen Wert von 10.000, das sieht man quasi nie, also extrem erhöhter Wert, schwerste Reaktion. Im Verlauf war der Wert allerdings immer noch erhöht, sodass hier bei dieser Patientin eben auch der Verdacht vorlag, dass sie eine systemische Mastozytose als Grunderkrankung hatte, die eben auch letztendlich dazu geführt hat, dass die Reaktion so massiv war. Daraus haben wir gelernt, dass wir eben bei Patienten heute mit schweren allergischen Reaktionen sehr früh auch die Tryptase bestimmen, um eben eine Mastozytose auszuschließen. Weiter. Gesamttryptase. Genau, hier kann man nochmal sehen, die Tryptase wird ja in den Mastzellen gebildet. Es gibt Alpha- und Beta-Tryptase und wenn eben einerseits Mastzellen im Rahmen der allergischen Reaktion aktiviert werden, wird die Tryptase freigesetzt und eine andere Möglichkeit ist eben, wenn die Mastzellen vermehrt sind, dann kommt es eben auch zu einer dauerhaften Erhöhung der Tryptase, deshalb nimmt man diesen Wert dann auch für diese Erkrankung. Weiter. Erhöhung der Gesamttryptase-Konzentration kann bei vielen Krankheiten vorkommen. Genau, hier sieht man nochmal, dass man natürlich auch
andere Dinge außer eine Mastozytose berücksichtigen muss. Und dazu gehören eben Erkrankungen, die das Knochenmark-blutbildende System betreffen, beziehungsweise auch bei Nierenerkrankungen, wo man Tryptase erhöht finden kann, sodass man also hier einen isolierten Wert auch immer im Hinblick auf diese Differentialdiagnosen, insbesondere wenn jetzt kein Anhalt sich ergibt für eine Mastozytose, berücksichtigen muss. Weiter. Wiederholte Reaktionen treten bei ein Drittel der Patienten auf. Ja, hier müssten wir nochmal betonen, jetzt sind wir wieder beim Register, dass eben ein Drittel der Patienten haben wiederholte Reaktionen, auch wieder geschilderte Fall ja hier. Und das zeigt einfach nochmal die Bedeutung, dass alle Patienten eine ausreichende Diagnostik und auch Beratung benötigen. Weiter. Die Agathe. Genau, das Schulungsprogramm hatte ich schon erwähnt. Insbesondere, wenn wir auch nochmal das Bild, was wir eben hatten, vor Augen haben, also ein Drittel haben wiederholte Reaktionen und es gibt eben entsprechende Schulungsprogramme, nicht nur für Kinder oder Eltern von Kindern, sondern auch für Erwachsene. Es gibt eine Website, da kann man dann entsprechende Informationen abrufen. Weiter. Mastzellmediatoren. Genau, hier haben wir noch weitere Mediatoren, die im Rahmen schwerer allergischer Reaktionen freigesetzt werden. Für die gibt es aber bisher keine Standardmessverfahren, sodass Tryptase der einzige Marker hier ist. Weiter. Serum levels of PARP as a function of the severity of the allergic reaction. Genau, hier sieht man nochmal, das waren Versuche, weitere Marker zu etablieren. Einer wäre eben dieser plättchenaktivierende Faktor, PAF genannt. Man muss aber sagen, diese Publikation ist bislang nicht reproduziert worden, weil die Testsysteme für diesen plättchenaktivierenden Faktor sehr komplex sind. Also bisher steht das für die Praxis nicht zur Verfügung. Weiter. Weiter. Dann auf Tryptase. Genau, Tryptase und nochmal das letzte. Die Zusammenfassung. Jawohl, genau. Ja, damit sind wir am Ende der Präsentation und ich möchte nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Ich habe Ihnen also gezeigt, dass die häufigsten Auslöser schwerer allergischer Reaktionen, Nahrungsmittel, Insektengifte und Medikamente sind, dass man die Diagnostik entsprechend ausrichten sollte. Insbesondere Erwachsene sehen wir in Allergiezentren zu wenig. Da ist also Handlungsbedarf, die Erwachsenen auch zu motivieren, die weitere Diagnostik durchzuführen. Die Symptome zu erfassen ist sehr wichtig, weil sie letztlich dazu führen, dass wir den Schweregrad der Reaktion hier entsprechend einteilen können. Und sehr wichtig ist bei allen Patienten sowohl nach Co-Faktoren, körperliche Anstrengung, bestimmte Medikamente, aber auch Co-Erkrankungen wie Asthma oder die Mastozytose, Stichwort Tryptase, hier entsprechend zu berücksichtigen. So, damit. Wir hätten noch eine Folie. Ja, das ist vielen Dank für Ihr Interesse, richtig? Mit den teilnehmenden Zentren. Mit den teilnehmenden Zentren, genau. Und muss immer sagen, dass diese Daten und diese Erkenntnisse nur durch die Mitarbeit von vielen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich war. Und deshalb nutze ich auch immer die Gelegenheit, mich hier nochmal bei allen zu bedanken und bei Ihnen natürlich auch für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. So, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bis jetzt sind noch keine Fragen eingegangen. Vielleicht könnten wir einfach noch einen Moment warten, ob noch jemand eine Frage stellen möchte. Also wir würden uns freuen, wenn noch die eine oder andere Frage käme.
Vermutlich war Ihr Vortrag so gut, dass gar keine Fragen offen geblieben sind. Ja, oder wir haben den einen oder anderen am Anfang verloren durch den zögerlichen Start. Typische Frage, die ja immer kommt, die die Tryptase betrifft. Ab wann muss man denn beispielsweise eine Durchuntersuchung bezüglich einer Mastozytose machen? Der Referenzwert ist ja 11,5, die Empfehlung, aber hier intensiver dann eine Durchuntersuchung durchzuführen, geht dahin, dass wenn Patienten wiederholte Werte über 20 dann hatten. Das wäre nochmal so ein praktischer Tipp. Andere Frage wäre, ob man bei zum Beispiel Omega-5-Gliadin-Positivität grundsätzlich dann Weizen meiden soll oder nicht. Und da gibt es auch immer viel Diskussion. Wir handhaben das so, dass wir versuchen, doch hier eine Provokation dann bei den Patienten durchzuführen, weil wir eben wissen, dass eben nicht alleine durch Weizengenuss, sondern eben manchmal einfach nur durch die Vorhandensein des Kofaktors, also körperlicher Anstrengung, dann die Reaktion ausgelöst wird. Ja, jetzt kommt eine Frage. Wurde bei der geschilderten Patientin mit Anaphylaxie auf erdnussrekombinante Allergene bestimmt gegen Erdnuss? Das ist eine sehr gute Frage. Man weiß nicht, ob es gesehen wurde, die Patientin hat sich ja initial 2004 bei uns vorgestellt. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch nicht die rekombinanten Einzelallergene, sodass man sagen muss, das wurde damals nicht bestimmt. Würden wir aber heute natürlich auch erst sofort dann entsprechend auch bestimmen. So, jetzt kommt die Bitte, ob man die vorletzte Folie nochmal zeigen kann. Die blende ich jetzt nochmal ein. Wenn es dazu Fragen gibt, dann melden Sie sich gerne. Ja, ich hatte die letzten zwei etwas flotter. Da geht es nochmal Histamin und dann Tryptase. Und da sieht man eben, die haben hier etwas andere Schweregrade, leichter, mittlerer und schwerer Schweregrad. Und da sieht man eben, dass die Tryptase bei der akuten Reaktion als Marker genommen werden kann. Die Werte steigen an. Man sieht aber auch, wenn die Reaktion eben nur Level 1 oder Level 2 ist, dass sie dann auch normwertig sein können. Und warum habe ich das gezeigt? Um nochmal die Thematik auch anzusprechen, dass uns eigentlich gute Marker hier fehlen im Rahmen der akuten Diagnostik. Es kommt die Frage, sind bestimmte Obstsorten immer noch häufige Anaphylaxieauslöser bei Erwachsenen im Vergleich zu früheren Daten? Was sind die relevanten Allergene? Bei Obst ist es so, dass wir hier am häufigsten sehen Apfel, Kiwi als auch Auslöser schwerer Reaktionen. Jetzt muss man immer betrachten, wenn wir jetzt europäisch uns das anschauen, in Südeuropa haben wir eher Pfirsich und da sind ja auch andere Allergene, da sind ja eher die LTPs, während wir in Nordeuropa und auch Mittelzentraleuropa die BetV1-Homologen haben. Es wird ja mal gesagt, die BetV1-Homologen machen nur leichte allergische Reaktionen. Wir sehen aber eben auch bei Patienten mit ausgeprägten BetV1-Sensibilisierungen durchaus auch schwere Reaktionen. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Im Moment wurde keine mehr gestellt. Hat sich für die Antwort bedankt. Okay, klasse. Ja, dann vielen Dank für die ansprechende und interessante Präsentation. Wir entschuldigen uns nochmal für die technischen Probleme zu Beginn, aber ich finde, Sie haben das trotzdem ganz toll gemacht. Der Vortrag war sehr gelungen und ich glaube, dass die meisten Teilnehmer auch tatsächlich trotz der technischen Probleme da geblieben sind. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich
Und wir würden uns freuen, Sie wieder einmal zu einem Webinar zu begrüßen. Das nächste Webinar findet statt am 21. Mai. Ja, ja, ich sage auch nochmal herzlichen Dank für die Geduld und einen schönen Nachmittag. Tschüss. Wiedersehen.